Ich Bereit? bin auch ready. Dann in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Heart Gold Soul Silver, der Soling Challenge mit Ruben Club zusammen. Wir sind in Top 4 und wir haben die zwei ersten zwei besiegt. Ja, die ersten zwei besiegt, die nächsten beiden kommen. Koga ist platt, ich freue mich so stolz. So, hallo Bruno, wie geht's dir? Geht's dir Ja, gut? Gleich nicht Bruno, mehr, alles hoffe fit? ich. Nein, oh Gott, hoffe ich hat da nichts Schlimmes. Ich bin echt gespannt, was er hat. Also die ersten beiden waren relativ einfach. Mal gucken, ob die nächsten Mal auch so einfach werden. Das wird sich Bruno! zeigen. Hallo Bruno. Dreh dich gefälligst um, ey! Ja, guck mal, den interessiert es nicht mal, weißt du? Oh, uiuiuiui. Das ist aber ein Normal-Pokémon, oder? Mogelbaum. Müsste ich Boden machen können, ne? Ich guck nach. Alles in den Macht das Pokédex gut nach. Damage? Ich weiß nicht. Schauen. Glaube ich Gestein, ne? Ist Gestein. Müsste Boden doch sehr effektiv sein gegen. Aua. Kollege, das war Damage. Können wir das mal machen? Nice. Bam. Kabam. So, nächstes auf Level Oh. 50. Hat überlebt, Rock Tom. Lugia! Das war so Oh, da klar. kommt das Erste. Das war so klar. Lugia ist was für ein Typ eigentlich? Psychoflug. Okay, Bonus jetzt Full Restore ein. Ist Lugia Psychoflug? Ich glaube Psychoflug. Oder Psychotra. Nee, Psychoflug. Müsste es sein. Ich bin mir aber nicht sicher. 100%. Ich hol Park hier rein. Das andere wäre Quatsch gewesen. Ich denke, das Was ist schon macht okay. jetzt Wasser mehr wäre natürlich. Schaden? Er wechselt aus. Er hat ausgewechselt. Oh, da treffe ich ihn jetzt nicht. Warte. Ich guck mal, wie viel Schaden ich hiermit mache, sonst muss ich halt wieder wechseln. Beautyfly, er hat ausgewechselt. Das irritiert mich jetzt. Das war guter Schaden. Okay, Nein! Verflucht. Er Aber ich hat die hätte Feuer, ne? Drachenattacke. Palkia, Palkia, Palkia. Oh oh. Und Palkia ist. Das war ein Crit. Palkia hat's getankt. Palkia ist im roten Bereich. Hat Crit Alter, Drachenattacke überlebt. damit hast du aber nicht gerechnet. Drachenattacke, also mit der Drachenattacke ja, aber nicht mit der Drachenattacke Crit. Oh nein. Fell in love. Nein. Nein. Tyrant, mach nicht. Ich Kannst setze nicht eine angreifen, weil Max er verliebt Potion ist. ein. Wie kriegt man diese Verliebtheit wieder weg? Ist das so wie Paralyse, dass das Ich bin manchmal im not Stress, ich ist? weiß es nicht. Scheiße. Gar nicht. Fuck, Auswechseln. was? Oh. Einmal versuche ich's noch. Hör auf damit! Bitte, Tyrant, komm jetzt! Zieh durch jetzt! Oh, Tyrant, was ist denn verkehrt mit dir? Okay, warte. Boah, Lugia ist down. Alter, Palkia wäre einfach mal fast gestorben, ne? Oh, ey. Drachenattacke, Crit, ja. Also, ich Was muss denn ein sagen, was mich gerade. Torterra? Ich habe keine Ahnung. Was mich gerade in Nathaniel. Bedrängnis bringt, ist diese Auswechslung, die er gerade gemacht hat. Die ist ein bisschen scheiße. Die verwirrt mich gerade. Das bringt meinen Plan durcheinander. Aber Ach Auswechslung im Kampf lol, ist echt scheiße bei das mir. ist mein Pokémon, mit dem ich angefangen habe. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne Kadabra reinbringen, aber wenn Kadabra nicht wandelt, das ist extrem scheiße. Soll ich mein eigenes reinbringen? Ich wäre hier auf Nidoking. Ist das wieder Mogelbaum? Sudowoo? Boah, Ich also guck Bruno nach. fordert mich echt. Ja, das ist wieder Mogelbaum. Das switche ich. Diesmal auf Tentoxa. Wieso mache ich diese Attacke? Bin ich eigentlich dumm? Das macht doch quasi keinen Schaden. Er macht Leech Seed, die Sau. Hallo, Ich mache gerade na? Fehler. Du machst Fehler, finde ich nicht gut. Aber ich mache mich mit Urteil Fehler, also insofern, ich werde nichts sagen. Das ist nicht genug Schaden. Er heilt sich, er macht Synthese. Was kommt als nächstes? Ich kann ihn nicht so besiegen.
Scheiße. Es dort meine AP weg. Komplett. Das ist doch die Libelle. Ist das die Libelle? Das ist die Libelle, ne? Ja. Oh, Bodendrache. Was nehme ich dagegen? Scheiße, er hat mich gebaitet! Nidoking! Eisdrache-Fee. Nidoking könnte jetzt sterben. Er hat mich gebaitet. Mit schwachen Attacken. Eisdrache-Fee. Nidoking ist tot. Er hat mich gebaitet. Nein. Nidoking ist Warte tot. Warte mal, ist das nicht mein... Oh nein. Er hat Erdbeben, die Sau, ey. Ich sag doch, ich werd's verkacken. Eisdrache-Fee, ich werd's jetzt vielleicht auch gleich verkacken. Du darfst den Partner von Nidoking jetzt nicht mehr benutzen. Das ist Tyron. Boah, ist das assi. Scheiße. Ja, also ich wusste, dass Boden gegen... Ja, also ich wusste eigentlich, dass das nicht schlau war, aber er hat die ganze Zeit nur so Leech Seed Synthese gemacht. Scheiße. Was ist denn mit Nidoking verbunden? Ist das nicht Ampharos gewesen oder so? Nein, das war Tyron. Glaube ich. Ampharos. Ampharos? Ja. Oh, mein, ich habe kein Elektro mehr. Okay, ich habe Pflanze. Okay. Hm, okay. Ampharos. Ja, sorry, da habe ich rumgenoobt. Also ich wusste natürlich, dass Nidoking gegen ein Erdbeben potenziell anfällig war, nur ich da hätte jetzt nicht gedacht, dass da wirklich, also ich habe auf dem Ding selber, ja, es war einfach schlecht von mir. Es war einfach schlecht, muss man halt so sagen. Ich bin überrascht, dass bei mir noch nichts passiert ist. Da bin ich mal drauf reingefallen, Gesteinpflanze. Käfer, jetzt darf ich natürlich nicht mehr benutzen. Es dort jetzt meine Attacken hier weg. Stahl wäre mal 2, nämlich Veggie-Stil. Hey, meine Essen. Ich habe jetzt auch erstmal was mit Legendäres. Das hat Levi. What? Ja, Bruno zerstört mich hier komplett. Er führt mich quasi vor. Alter. Oh, ja, das Problem ist halt, Reggie Steel macht halt kein Ancient Power. Wann kommt das Future Side? Jetzt kommt Future Side. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das jetzt macht. Ich bin fast voll, es macht fast gar nichts. Ich überlege, ob ich die Nummer jetzt gleich mal nutze oder was heale während im Kampf. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Er ist gut. Heilen werde ich nicht. Jetzt macht er bestimmt wieder Ancient, oder? Ja, dann heal ich jetzt mal was. Was das macht ist das nicht denn? Keinen Schaden. Macht ja keinen Schaden. Ach, das Ding. Ah, fuck, ey. Wieso hatte der Erdbeben? Das ist eine gute Entscheidung, ja. Das ist gut. Sicher ist ich sicher. Dachte halt doch ehrlich gesagt, Nidoking takt doch ein Erdbeben, wenn ich ehrlich bin. Oh, er hielt sich damit. Ja, ich hab ihn besiegt, aber Nidoking ist tot. Scheiße. Ja, ich hab ihn noch nicht besiegt. Ich häng noch. Also seid ihr noch nicht allzu sicher. Ah, scheiße. Wie hielt denn er sich damit? Das ist jetzt ganz, ganz scheiße. Nidoking ist ein krasser Verlust für mich. Ja, Ampharos bei mir auch. Ampharos hat nämlich die Käferattacke. Die wichtig bestimmt mal gewesen wäre noch. Und mein Elektro halt. Mit Elektro hätte ich eine Alternative auch für das Käferding. Na, das ist echt unlucky. Wie viel hat er noch, Bruno, bei mir? Send, Pipul, was? Pipeloop ist das? Was ist eine Pipeloop? Das sagt mir was. Ist das nie? Ich kann's nicht switchen. Doch. Ich kann das nehmen anstatt Ampharos. Sein letztes. Okay. Oh, Alter. Vielleicht ist der nächste dafür einfach. Ist noch alles drin. Aber wir haben noch 5 Pokémon.
Er hielt sich. Full Restore. Es war aber sein Ende jetzt, theoretisch. Wenn das durch den Heal jetzt. Ja, noch ein Angriff und er ist weg. Wenn er jetzt nicht irgendwie Attacke auf Doom macht. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Ich hätte, ja, das Problem war, ich habe halt Nidoking noch eine Runde drin gelassen, weil ich halt Palkia hochheilen muss, weil Palkia hat das Ding geone-shottet. Und deswegen habe ich Nidoking noch eine Runde, weil er hat nur Leech, Seed, Synthese, er hat halt nur Bullshit gemacht. Und dann kam das Erdbeben, ey. Ich habe Bruno besiegt. Okay. Puh. Eins verloren. Okay, healen erstmal. Hab ein bisschen was zum Healen. Flame. Ampharos darf ich nicht mehr benutzen. Veggie Steel hat halt nur wenig. Komm, die nächste, die hat dafür jetzt gar nichts. Berry Juice. Boah, ich steh vor ihr. Ich bin noch nicht so weit. Moment. Ja, ich warte. Scheiße, ey. Ich muss jetzt ein paar Hypertränke ein bisschen verschwenden, aber besser komplett voll als irgendwie 2 HP weniger. Ich bin ja sicher, die machen vielleicht einen Unterschied dann im Endeffekt, weil man weiß es ja nicht. Ich verschwende jetzt einfach mal richtig, weil ich hab mit. Ist egal. Kann ja nicht irgendwo an der Seite PC stehen, dass wir schnell was anderes reinnehmen können. Nein. So, ich speichere erstmal. Hast du schon gespeichert? Ja. Speichere auch. Boah, ich bin so nervös, ne? Wisst ihr, du machst das so gut, ich hab verkackt. Mein Kopf, ich hab richtig Kopfschmerzen so ein bisschen so. Das ist. Okay, Tyrant ist nach vorne, ich darf. Warte mal, ich tu mal Dings nach unten, dass ich den hier aussehen benutze. Switch. Gut, der bleibt da hinten. Letzter Punkt, den darf ich nicht mehr benutzen. Okay. Also Nidoking war mit Ampharos zusammen. Steht bei mir auf der Liste. Okay. Also Ampharos darfst du nicht benutzen. Mit wem ist Tyrant verbunden? Was ist Tyrant? Despotar. Ist Despotar nicht mit meinem Belser oder so verbunden? Oder so, okay. Okay, weiß es gerade nicht. Ich stehe vor der nächsten. Ich quatsch sie mal an. Hallo? Okay. Hallo? Bitte habt nichts. Bitte habt nur Müll. Bitte. Ich hab Angst. Ich bin relativ gut durchgekommen. Das jetzt ohne Verluste, Mensch. Ich bin relativ gut durchgekommen bis jetzt. Lidiana, das ist sehr scheiße für einen Anfang. Ein fucking Eis-Pokémon, willst du mich verarschen? Ja, hatte ich auch. Vor uns mal. Ist natürlich Käferflug, ja. Das Käfer wusste ich, Flug wusste ich noch nicht. Gestein. Guck mal einer an, Gestein. Silberwind. Was ist das? Für dieses Geräusch tue ich gar nicht gerne. So. Passt. Feuer, Elektro wäre noch. Elektro fällt weg. Feuer wäre noch gewesen. Das ist auch mal 4, also. Passt. Das wie viel Schaden mache ich mit einem... Jetzt macht das Scheißding Hagel, ey. Wie viel Schaden macht so ein Erdbeben? Ich meine, das ist ein Erdbeben. Erdbeben ist nicht scheiße. Erdbeben hat eben Nidoking getötet. Ja, die Hälfte. Okay, Hydropi. Switch-Pokémon. Ist sicher. Ist ein Wasser, lasse ich Tywin nicht drin. Begrüßt Tywin, sehr schön. 44, wackel. Project, okay. Das gegen Angriff, oder? Ja, gegen Angriff. Okay. Kann dieser Hagel noch mal aufhören, bitte? Was denn? So, ja, mach ich dann. Okay. Budef. Okay. Ich weiß, was Budef ist. Hydropumpe sollte nicht viel Schaden machen. Also Schaden schon, aber nicht viel. Ist ja Pflanze. Ja, komm. Not effektiv. Dafür hat es auch Schaden gemacht für not effektiv. Oh, nimm einen Trank. Alter, wie lange hält denn dieser fucking Hagel, ey? Ewig. Hagel hält, also das hält durchweg.
bis der Kampf zu Ende ist. Außer du machst irgendwas anderes, glaube ich. Ja, gekrittet. Ja, ja, genau so will ich das sehen. Crits. Crits sind super. Ich liebe Crits. Also nur im Kampf wird es mir passieren, andersrum nicht. Ganz ehrlich, da bleibe ich drin. Was kommt als nächstes bei ihr? Girafarig. Ah, was ist denn gegen Girafarig? Ist Girafarig nicht ein Normal-Pokémon? Nee, ich glaube Psycho. Nein, es hat überlebt! Normal, oh fuck, Kadabra! Kadabra hält da nix aus. Es hat überlebt. Ich dachte, es ist One-Hit. Lol, es macht Agilität. Du bist ein Mörchen als ein Kadabra, Kollege. Geh vor Unlicht. Geh vor Unlicht. Oha, okay. Du bist niemals schneller als ein Kadabra. Hoffentlich. Level 47 Crunch. Nein, okay. Bist du schneller. Dark Pulse. Kadabra ist halb tot. Nicht gut. Gut, Girafarig hat's ganz knapp überlebt. Nimmt eine Beere oder sowas. Nimmt eine Beere. Was ist denn jetzt Slugma schon wieder? Ist das nicht Slime oder ist es Slimog? Irgendwas zum Beispiel. Ach lol, es ist Schneckmack. Ja, okay. Okay, oder so. Ich habe mal geheilt, weil Crunch macht ja nicht viel Schaden. Er macht wieder Crunch, macht so gut wie keinen Schaden. Alles super. Perfekt. Kann ich die Chance nutzen? Ein bisschen healen. Gut. Überleg, ob ich auch Tyrant nochmal heale. Einfach mal, weil ich es kann. Ich glaube schon. Immer auf Nummer sicher gehen hier, komm. Oh scheiße, die hat danach noch eins. Ich dachte, das wäre ihr letztes. Okay, was ich ist ihr letztes? Was ist denn jetzt Nein, nicht die Semi-Legende Slaking. Willst du mich verarschen? Dieser Affe? Das ist nicht Dieser Affe da, dieser fette Mega-Affe. Es ist die Semi-Legende Leta King. Der hat Leben bis sonst wann. Es ist auch eine Semi-Legende. Okay, Palkia muss ran. Das ist ja keine Legende, das ist einfach ein Affe. Eine Semi-Legende ist das. Wie Despot. Ja, so stark wie ein legendäres Pokémon, aber ist keins. Ach so, ja gut. Das Ding ist so stark wie ein legendäres Pokémon. Das ist ungeil. Es ist halt nur nicht so mega geil wie seiner scheiß Fähigkeit. Okay, was kommt noch? Eins müsste sie noch haben jetzt, ne? Pachirisu! Bleib drin. Ne, es ist ihr vorletztes. Jetzt finden wir ihr vorletzten. Palkia one-shottet es nicht ganz. Er macht Kauter, aber es verfehlt, weil ich speziell angegriffen habe. Er wollte Palkia one-shotten. What the fuck? Superfang hat so viel Schaden gemacht. Ja, Superzahn macht immer die Hälfte, ne? Immer. Mach's weg. Superzahn macht immer die Hälfte. Immer die Hälfte von dem, was noch da ist? Ja. Also, wenn ich jetzt 77 habe, hab nochmal davon die Hälfte. Superzahn macht immer die Hälfte von dem, was du noch hast. Okay. Was kommt jetzt? Damit habe ich es nicht gerechnet, das ist echt böse. Ich habe sie geschafft. Nichts verloren, würde ich anmerken. Was ist Wigglyluff? Ist das irgendein Baby-Pokémon? Klingt so. Das klingt echt niedlich. Wigglytuff. Boah. Das ist Knuddeluff. Das hier hat auch Leben bis sonst schon. Fee normal. Ja, Fee ja nicht mehr. Also hier nicht. Boah, Top 4 geschafft. Puh, Alter. Hallo, Knuddel auf. Feuer müsste gut okay Schaden machen, das soll schon gehen. Sehr geil. Das ist gut. Okay. Ist so weit im gelben Bereich. Jetzt meine AP mit auf. Ich muss da auch gleich erstmal gucken nach APs, da habe ich noch gar nicht geguckt bis jetzt. Nimmt die noch mal jetzt einen Trank? Nimmst du noch mal einen Trank? Ein Full Restore? Ich glaube, ich nehme das. Ja, nimmt sie. Nochmal ein Full Restore.
Ja, okay, gute Taktik, ist okay. Ich finde, wie bei der Soul Link, das Wichtigste ist der erste Kampf. Das erste Pokémon, was du in den Kampf schickst. Wenn das stimmt, der Rest ist dann okay, weil dann siehst du, okay, das kommt, dann kannst du das einwechseln, dann ist okay. Der erste Kampf ist entscheidend. Hm. Die erste Pokémon-Begegnung bei so einem Kampf ist immer entscheidend. Finde ich. Oh, was habe ich hier denn noch? Oh! Gut, Spezialverteidigung mache ich mal gerade noch bei Palkia hoch. Nice. Ja, super, läuft. Spezialangriff meine ich. Das habe ich ja noch okay, gar nicht gesehen. Ich habe sie besiegt, Top 4 besiegt. Ich habe auch noch PP ab. Top 4 sind offiziell besiegt. Wir haben die Top 4 geschafft, jetzt müssen wir noch den Champ halt besiegen können. Das wäre noch so das i-typische jetzt, der Champ. Wir haben die Top 4 im Grundprinzip gepackt. Wir haben die Top 4 gepackt. Ja, noch ist ja auch geil gepackt. Ne, der Champ nur noch, aber die Top 4 sind gepackt. Ja, aber der Champ gehört zu den Top 4 eigentlich. Aber, ja. Den machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, natürlich. Ich muss ganz kurz noch speichern, healen, ganz ruhig, ganz ruhig. Nur kurz mal healen. Speichern nochmal. Oh, Alter. Äther auffüllen und so, ne? Ja, blöd, dass wir nur 5 Pokémon haben. Ja, das... Nidoking und Ampharos ist echt ein krasser Verlust, aber den schaffen wir, ey. Puffs. Ich heal erstmal ganz kurz, warte mal. Boah, schon mal die Folge beenden. Das sind Pachirisu und Superzahn, das war schon so ein bisschen... Lass uns die Folge beenden hier. Können wir machen. Dann bis zum nächsten Mal, wo wir gegen den Champ antreten. Macht's gut. Ciao. Tschüss.